Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Wir müssen uns darauf einstellen. Die nächsten 7 Wochen gibt's nur noch Wahlkampf, meine Damen und Herren. Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht, Erfinder des Briefkastenaufklebers. Hier keine Wahlwerbung einwerfen, du Arschloch. Jetzt ausdrücklich nicht im Heute-Show-Fanshop erhältlich. Wahlkampf. Das drittschlimmste Event des Jahres nach Hämorrhoidenverödung und Hochzeitstag. Von riesigen Plakatwänden grinsen uns alle 3 Meter die halb verwesten Gesichtslandschaften von Provinzpolitikern an. Oder es klingeln irgendwelche Juso- oder Juli-Lutscher an meiner Haustür und fragen: Herr Hassknecht, haben Sie sich in letzter Zeit mal Gedanken über die FDP gemacht? Nein, warum sollte ich? Da mache ich mir doch lieber Gedanken über Krebs! Lasst mich in Ruhe! Wahlkampf! Bis zum 14. Mai wird jetzt wieder gar nicht mehr regiert! Bloß keine Entscheidungen treffen! Man könnte es sich ja mit irgendwem verderben! Alles bleibt liegen! Faules Pack! Moment mal! Warum schreie ich eigentlich hier so rum? Ja, bin ich denn bescheuert? Warum soll ich mich denn bitte als Einziger kaputt machen? So, Freunde, ich mach jetzt auch Wahlkampf. Also nix. Bis Mai hänge ich hier gepflegt ab und kaul mir schön die Klöten. Ja, und hast mich privat. Der macht sie auch nicht kaputt.